doch schon da. Ach, Sie sind auch schon wach. Wir auch schon etwas länger. Mäuschen ist schon voll. Wir nähern uns der Schweiz. Viel Gerümpel wartet. Seien Sie neugierig. Ja. Nee, man sieht's. Geht, da geht, hast du einen geht, Deckel gut. Vor der Linse. So, jetzt. So. Ja. Jetzt sind wir doch angekommen. Wir sind also nicht in Castrop-Rauxel oder Ickern. Wir sind schon in der Schweiz. Schon einen schönen Grüezi und Hallo. Ja, der ist das ja, gut, du. Das machen wir. Ja, genau. Und Sie können gespannt sein, was wir Schönes mit nach Hause bringen. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja. So weit. Jo, ein Philips. Altbekannt, Hutschachtel, Baujahr 1951. Sicherlich bei einigen Leuten bekannt. Darunter ein Vega, auch mit eingebautem Plattenspieler. Von 1956. Weitere Radios in Berge, in Hülle und in Fülle. Trichter, Geräte, ohne Ende. Guter Ding. Das ist... Und wenn Sie einmal nicht genug haben, dann kriegen Sie genug. Ach, da sind sie ja. Ach, ja. Die Radios hatten wir ja mitgebracht aus der Schweiz. Wir sind jetzt 100 Kilometer aus der Schweiz rausgefahren, sind zum Mittagessen und kaum zu glauben, der 1. November bei strahlendem Sonnenschein, bei uns natürlich der Regen, alles wunderbar. Kann Ihnen nur empfehlen, fahren Sie doch einfach mal im Sommer nach Sassbach zum Löwen. Da schmeckt's gut. Ja, wir sehen uns bei uns wieder. Wenn ich die Schätze auspacke, bleiben Sie uns gewoben treu und bleiben Sie sicher. Denn ich gehe jetzt Mittagessen. Schönen Tag noch. Jo. Das ist ein Radio der Firma Dreso aus der Schweiz von den 30er Jahren. Original ist auch hier hinten der Zulassungsstempel der Schweizer Post. 1938, die Nummer 436 TR Deso. Das ist ein schönes Gerät. Jetzt fragen Sie sich sicherlich auch, wo die anderen Geräte geblieben sind, die gerade noch so aus dem Kofferraum hervorlugten. Ich bin nämlich von der Schweiz direkt nach Rüdesheim gefahren. Und war einige Tage da. Ich bin heute wiedergekommen und habe mit einigen Sammlern getauscht. Was brauche ich noch in Ingelen und was brauche ich noch irgendwelche Detektoren? Dieses Gerät ist schön, das geht in die Sammlung. Und was ich dafür bekommen habe, das zeige ich Ihnen gleich. Bis in wenigen Minuten. Ja, das ist das Mikifon aus dem Jahre 1926, das kleinste Grammophon. Es ähnelt einer überdimensionalen Taschenuhr. Ja, der Resonanzkörper ist nichts anderes wie diese Bakelitdose. Ich sag einfach mal, das sieht aus wie so eine Nivea-Dose. Jetzt wollen wir erst mal gucken, dass wir dieses Ding hier auch dran kriegen. Das wird spaßig. Ah ja. Aber, wie wir sehen wir alles. So. Und jetzt müssen wir das Ding irgendwie in Gang bringen. Jetzt machen wir es lieber wieder aus, sonst kommt die GEMA wieder. Das Lied heißt, heute war ich bei der Frieda von 1926. Ja, das ist eines der Geräte, die ich mit dem ganzen Gemüse getauscht habe. Der eine wollte in Ingelen Geographic haben und ich brauchte ein funktionsfähiges Mikifon. Aber nicht nur das Mikifon fand den Weg hierher. Ich zeige Ihnen gleich noch die singende Geige. Auch wenn Sie gar keine Geige spielen können, die kann sogar singen. Seien Sie gespannt in wenigen Sekunden. Ja, die Firma Gloria von Karl Lindström stellte nicht nur Schallplatten in Berlin her, sondern auch sogenannte Trichtergrammophone. Ich habe eins, das ich Ihnen später zeige, aus dem Jahre 1908 bis 10 gebaut.
auch ein sogenanntes Gaststättengrammophon. Durch Münzeinwurf funktioniert dieses Gerät. Jetzt, wie versprochen, die sprechende Geige. Ja, diese Geige kann man abnehmen. Man kann nicht nur Honolulu Baby drauf spielen, sie spricht auch selbst. Naja, so war das halt in den 20er Jahren. Viele Bastler und Kleinstfirmen stellten Geräte her. Dies ist ein nettes Mitbringsel. Ja, ich schätze auch mal aus den 28er bis 30er Jahren. Doch das interessanteste Gerät, seien Sie gespannt. Das kommt jetzt. In wenigen Minuten. Seien Sie gespannt. Tja, wie versprochen, das Highlight der ganzen Geschichte. Dafür haben sich dann mal 1700 Kilometer gelohnt. Nochmal so ein Kaffeehausgerät von der Firma Karl Lindström aus Berlin. Gut, man muss es aufziehen, wie jedes Grammophon natürlich auch. So, die Automatik und die Feinjustierung macht man mit diesem Hebel. Man muss es natürlich einstellen, damit das Ding auch perfekt anfängt. So, dann haben wir hier die alten Gröschelchen, sag ich mal. Und dann kann eigentlich schon nichts mehr schief gehen. Wir machen mal wieder eine Pause, damit Sie auch sehen, wie dieses Gerät abschaltet. Sonst lässt uns die GEMA wieder nicht in Ruhe. Ja, der Vorläufer der sogenannten Musikbox. Einwandfrei in Ordnung. Ja, was will man mehr? Ich würde mich freuen, wenn wir uns gegen Weihnachten wiedersehen mit unserem neuen Film. Ah, Sie kennen den von Steven Spielberg bestimmt auch. Den Aufstand der Maschinen, wo eine Gruppe von Leuten in einem Café oder einer Tankstelle festgehalten werden und rundherum fahren die Autos und die Bagger und lassen die Leute nicht mehr in Ruhe. Wir nennen unseren neuen Weihnachtsfilm Der Aufstand der Maschinen. Seien Sie gespannt und bleiben Sie sicher. Ihr Rainer Berkenhoff.